Hallo Leute, herzlich willkommen zurück bei Pokémon Fire Road und wir sind hier gerade beim Captain. Super, endlich bin ich nicht mehr krank, es kann losgehen. Jetzt kann die MS alle in See stechen. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Besuch in Orania City. Ich möchte aber gar nicht in See stechen. Oh, warum war da so ein Monsterleck? Naja, wir gehen zurück. Christoph hat mir ehrlich gesagt erzählt, was ich als nächstes machen soll. Ich soll nicht zur Arena gehen. Ciao. Ein epischer Moment. Boah, da los. So, jetzt geht's wieder neu auf. Okay, ist alles zur Arena, Leute. Natürlich. Naja, Zerschall können wir nämlich jetzt, glaube ich, oder? Zerschall müssen wir doch von dem gekriegt haben, von dem Typen. Wo ist denn das? Genau, vor allem TM-Box. Ja, so rum. Mauzi nennen wir das, war. Wir haben neue Pokémon. Mimose? Das heißt doch nicht Mimose, nicht? Das heißt doch Pantomimas oder so. Rettan und Mauzi. Keine Ahnung, warum wir die jetzt gekriegt haben. Oder warum Christoph die gefangen hat. Ob mit dem noch was Besonderes vorhat. Ja, Mauzi hat letzter Steiner, bla 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 bla. So. Das ist eine Elektro-Arena, ne? Dagegen dürfen wir keinen Flug einsetzen, wenn ich mich gar nicht irre. Ja, auch dieser Knost vorne, aber wir gehen erstmal nochmal ins Poké Center. Wo ist denn das hier? Hier. So, machen wir wieder fit hier. Dankeschön. Sehr freundlich. Oh, und jetzt gehen wir hier durch. Ich weiß auch gar nicht mehr so richtig, wie das hier war. Sag mal. Hey, warte, du Champion in Spee. Mario Bob hat einen Spitznamen. Man nennt ihn den blitzschnellen Arenaleiter. Er ist Experte für Elektro-Pokémon. Flug- und Wasser-Pokémon sind ihm hilflos ausgeliefert. Er nutzt auch gerne Paralyse. Mario Bob ist sehr vorsichtig. Du musst ein Rätsel lösen, um ihn zu treffen. Hier ist nichts. Hier ist nichts. Ja, erstmal kämpfen. Das hier ist kein Spielplatz, Kleine. Auch wenn ich gerne mit dir spielen würde. Eine Herausforderung von Matrose Reto. Pikachu. Komm, den machen wir fertig. Machen wir erstmal Schlafpuder. Geht natürlich daneben. Wie soll es anders sein? Machen wir nochmal Schlafpuder. Oh nein. Och, come on. Okay, trotzdem getroffen. Und Rasierblatt. Alter. Ja, hat sehr Hammer gebracht, dass er geschafft ist. Ach, sowieso mit einem Schlag weg. Wo sind wir? 28. Welches war denn das Pantomimas da? Welches Level muss ich gerne nochmal nachgucken. Wo fängt man Pantomimas überhaupt? Ich weiß es nicht. Wir haben auch kein Abra mehr, ne? Tauscht man das irgendwo? Ich weiß es nicht. Kann aber sein. Ich gucke nochmal nach. Oder Christoph hat Abra zurückgebracht. In die Box. Level 26 ist gar nicht schlecht. Wie hat er das denn so schnell gekriegt? Naja, kämpfen wir weiter. Blablabla, weiter bei. Alter, mir ist irgendwas ins Auge gekommen. Boah. Aber es geht wieder. Übrigens hat Christoph seinen ersten Part komplett alleine gerendert. Nämlich der Part von der hier vor. Vorher musste ich mir mal irgendwas helfen.
Christoph ist nämlich nicht so der Technikbegabte, müsst ihr wissen. Das ist nicht sehr effektiv, das ist Metall, ne? Oder Stahl. Dann neue Schlafbruder. Ja, bla bla. So ist weg. Bla bla bla. Ein Kurzschluss. Am Onkel, ne? Mein Opa war mein Ausbilder. Ein Ausbilder von Gentleman Claudio. Das sind echt die besten Namen überhaupt. Ja, was hat er jetzt in den Kampf geschickt? Hab ich nicht mehr gesehen. Ach, Pikachu. Komm, Pikachu. Pikachu machen wir fertig. Ich muss kurz hier mein Auge abwischen. Einfach. Muss auch natürlich genau in der Aufnahme passieren. Ach, dieses Doppelteam ist doch behindert. Egal, hat mir jetzt auch nichts gebracht. Was versucht er zu erlernen? Lockduft? Was ist denn das? Lockt Gegner an und senkt den Fluchtwert. Ach so. Das brauchen wir glaube ich nicht, oder? Nee, lass mal. Oh, doppelte Verneinung oder was? Lockduft nicht erlernen? Nein. Das heißt, es möchte es erlernen. Ja, Lockduft nicht erlernen. Alter, mach es aber auch kompliziert. Stopp, irgendwas. So, wie kommen wir jetzt hier rein? Verschiedene Farben, nicht abblinken. Interessant. Ah, müssen wir jetzt hier wirklich... Hier ist nichts, bloß Abfall. Hier ist nichts, bloß Abfall. Hier ist nichts, bloß Abfall. Bla 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 bla. Bla 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 bla. Bla 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 bla. Bla 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 bla. Bla 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 bla. Bla 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 bla. Bla 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 bla. Bla 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 bla. Ein Hebel. Das erste Schloss, wo man drin geht. Was? Oh Gott. Was? Wollt ihr mich verarschen? Das ist mir viel zu kompliziert. Steht hier vorne irgendwas noch? Oh ja, Pokémon-Leitung, bla bla bla. Hä? Alter, das ist Pokémon, ja? Ist das jetzt hier hinten? Nee. Wollt ihr mich verarschen? Warte mal, ich geh nochmal raus. Hä? Ja, und jetzt? Schade, du kannst das Abenteuer leider nicht. Okay. Warte mal, es muss doch irgendein Anzeichen dafür geben. Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Das ist mir schon viel zu kompliziert. Alter, ich nehme schon 10 Minuten auf, ey. Hier ist der Hebel drin versteckt. Da war der eben. Mal sehen, wo er jetzt ist. Sagen die mir vielleicht irgendwas dazu? Ein Tipp, der zweite Schalter befindet sich direkt neben dem ersten. Okay. Okay, ich rede mal, ob man irgendwo Schalter versteckt. Okay, die geben wir also Tipps. Ich war immer sehr vorsichtig. Okay, also mit anderen Worten, ich muss noch mal einen finden und dann das andere dann nehmen. Entweder links oder rechts. Okay, das erste Schloss, wo man drin geht. Den wollte ich mich doch verarschen. Dann muss der zweite hier dann sein. Hä? Das
Kacke, ey. Was ist jetzt hier, oder was? Nee. Dann muss der, wenn der zweite aktiviert wird, muss der erste direkt daneben sein. Das heißt, der erste müsste jetzt hier drin sein. Nee. Was? Alter, ist das kacke. Als Kind habe ich das auch hingekriegt. Boah, müssen die hier sowas Behindertes einbauen? Das erste Schuss wurde drin. Das heißt, der zweite muss jetzt eigentlich hier drin sein. Oder ist der da drüber? Ich guck gleich nach, ey. Kann ja wohl nicht wahr sein. Direkt daneben. Ich verstehe das nicht. Hier ist ein Hebel versteckt. Ich glaube, ich mache jetzt einen Safe State, ey. Das wird mir langsam zu dumm. So, ich mache eben einen Safe State. Mit Steuerung S. Nee, Moment, das war falsch. Das war richtiges Saven. Also ich hoffe, Fraps sind noch weiter auf währenddessen. Shift und F1 und einfach nur F1 ist laden. Ah, jetzt habe ich einen Safe State gemacht. Nee, das war falsch. Muss er hier drin sein? Ja. Gut. Alter. Oh, meine Maus war da drauf. Entschuldigung. Hey Kenny, was hast du hier verloren? Im Kampf hast du keine große Chance, so viel sicher. Lass mir jetzt erzählen. Während die Pokémon-Feldzüge habe ich mich meine Elektro-Pokémon gerettet. Die haben meine Gegner mit Strom paralysiert. Das gleiche steht dir nun bevor. Na ja, nicht. Boah, das war aber gar eine schwere Geburt. Herausforderung von Leiter Major Bob. Voltball. Ja, ich weiß jetzt gar nicht. Ja, komm, dieser Gnost und Pantomimas oder das Ding halt schaffen wir schon. Also die Platz sollte hier, glaube ich, reichen. Njo. Ciao. Ja, bla bla bla. Pikachu. Nein, ich werde nicht wechseln. Und nochmal Rasierblatt. Weg mit dem Teil. Was jetzt das hier sein? Reitschuh. Oh Gott. Ja, mach doch dein behindertes Doppelteam. Kack. Oh. Ja, okay, ist nicht sehr effektiv. Ciao. So, das war doch einfach. Also aus dem Rätsel. Wow, du weißt, wie man kämpft, Kenny. Als Auszeichnung verleihe ich dir den Donnerhorn. YouTube gewinnt 2400 Pokédollar. Der Donnerhorn erhöht die Initiative deiner Pokémon. Außerdem können deine Pokémon nun jederzeit fliegen einsetzen. Du bist ein besonderes Kini. Nimm das hier. Der M34. Ein. Blablabla. Der M34 hier Schockwelle Elektro-Pokémon können diese Attacke erlernen. Interessant. So, ciao. So, und Christoph hat mir sogar noch was gesagt, was ich tun soll. Und zwar sollte ich durch die Dicta-Höhle. Ja genau, ich sollte durch die Dicta-Höhle und irgendwo was holen. Ist das hier hinten hier nicht die Diktas-Höhle? Diktas-Höhle. Und ich da jetzt da durch. Hier ist, glaube ich. Ist hier Pantomimas besser? Egal, ich renne einfach mal durch. Was soll hier schon passieren? Dicta. Natürlich Dicta. Ach, das fange ich jetzt. Wenn das nicht direkt tot ist, dann fange ich's. Wird wahrscheinlich direkt tot sein. Ach so, das ist sehr effektiv, okay. Egal, dann fange ich es nicht. Christoph wird immer auch stolz auf mich sein, wenn ich nicht so viel fange. Obwohl, ich mache mal Schlafpuder, also werf einen Pokéball. Oder auch nicht. Ich möchte einen Pokéball wenigstens werfen. Ja, bla bla, du schläfst tief und fest. Herzlichen Glückwunsch. Pokéball, wir haben 9. Das heißt, Christoph hat welche gekauft. Ach Mist. Nochmal.
Ach Mist. Ach Mann, ich möchte das jetzt haben. Alter, das kann ich vergessen mit dem Pokémon auf Level 17, kann das sein? Das soll so stolz auf mich sein. Dann nehmen wir mal das Mauzi. Was hat denn das für ein Item in der Hand? Jetzt können wir nachgucken. Jetzt möchte ich das Teil auch fangen. Ja, das bringt ja richtig viel. Komm, wenigstens. Ach so, das hat eine Beere in der Hand. So, jetzt müsste das Ding aber auch fangbar sein hier. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Es gäbe sich eine geringe Tiefe durch den Erdboden, dadurch hinterlässt es durchwühlte Erde und ist somit leicht zu finden. Ja, wollen wir dem einen Spitznamen geben? Wie nennen wir das Teil denn mal? Wie nennen wir das Teil? Da fällt mir gerade echt nichts ein, was denn lustig ist. Wie nennen es? Wake. Ich muss jetzt noch irgendwas interpretieren, wenn das Ding sieht. Naja. Ah ja, geh weg. Das verflicht mir einfach nur. Ah, auswegslos, bla bla bla, kack. Kann ich flüchten. Sowas gab es früher noch nicht. Alter, der Müller hat gerade ein Monsterleck. Ich dachte schon, stützt mich irgendwas ab. 20 Minuten nehmen wir schon wieder auf, wir haben nichts erreicht, ey. Welchem Level entwickelt sich eigentlich dieser Knosp? Level 38 oder so, ne? Oder später? Man weiß es nicht. So, irgendwas sollten wir hier holen. Wir sollten hier irgendwie nach unten gehen. Bist du? Erneuerst du dich? Ich bin Professor Eis Assistent. Hast mindestens 10 verschiedene Pokémon gefangen, habe ich ein Geschenk für dich, VL5. Also wird schon so 10 unterschiedliche Pokémon gefangen? Ja, schon, ne? Du hast 11 verschiedene Pokémon gefangen, einfach klasse hier, das hast du richtig verdient. Ein VL5, ist das Fliegen? Mit der VM-Blitz kann man selbst die dunkelsten Höhlen erhellen. Very good. Also, was haben wir hier noch? Eta. Reiner. So, wir können jetzt zerschneiden, also können wir hier auch lang gehen. Ja, bla bla, ich kann jetzt zerschneiden hier einsetzen, voll klasse. Ach, hier sind wir. Ich glaube, ich weiß, wo wir sind. Was ist das? Ach, jetzt sind wir hier. Das ist doch ganz am Anfang, oder? Okay. Dann gehen wir natürlich wieder zurück. Uns hier. Blitz bräuchte man in dieser einen Höhle da, das weiß ich noch. Von der kommt man glaube ich dann nach Lavandia oder so. Was ist denn hier jetzt? Ah, das ist die andere Seite natürlich. Also hier sind wir auch falsch. Wir müssen schon durch die Diktahöhle zurück. Oder die, ja, Diktashöhle. Haben wir eigentlich Schutz oder sowas? Aber ich kann eigentlich keinen Bock auf die Dinger. Selbstverständlich nicht. Blablabla. Egal, ist auch ein ganz gutes Training. Oha, oha, lange nichts gekommen. Oh Mann. Na,
Wie lange brauchen wir noch? Geht doch. Und durch. Oder auch nicht. Wenn man zurückrennt, dann ist man natürlich noch nicht durch. So, ich glaube, jetzt geht es nämlich hier rechts weiter. War Christoph hier schon? Ja, man von sich nicht schon. Sonst würden die jetzt alle gegen mich fighten wollen. Ich glaube, hier gibt es dieses Hypnose-Ding. Dieses Hypnose-Ding. Hi. Je mehr Pokémon man empfängt, desto schwieriger wird es, ihnen einen Spitznamen zu geben. In Lavandia lebt ein Mann, der Spitznamen von Pokémon bewertet. Er nimmt noch Namensänderungen vor. Wir müssen mal unser Pokémon zeigen. Falls du nach Lavandia möchtest, empfehle ich dir den Felstunnel. Du kannst den Felstunnel von Azuria City aus erreichen. Ja, erstmal gehen wir jetzt hier lang. Was ist das hier? Ach, hier ist das Relaxo, ey. Stimmt ja. Dann schaffst du das Pokémon fast auf dem Weg. Aber nicht fürs Fahrrad inzwischen? Ach ne, das kriegt man ja auch zu, ja, das fehlt. Christoph bestimmt nicht hin zurückgerannt. Für das Relaxo brauchen wir diese eine Flöte, ne? Oh, was machst du denn hier? Du warst da doch vorher noch nicht. Ah, Lumiatsch, wie geht's dir? Ich bin das Professor Eichs Assistent. Hast du bereits einen anderen Assistenten getroffen? Er hatte ein Paket von Professor Eich für dich, Biochip. Er sagt, er sucht dich bei Route 2. Wenn du bei Route 2 bist, halte nach ihm Ausschau. Ja, wenn, ne? Aber hier sind wir ja nicht. Alter, geh da runter. Runter vom Gras, ja? Ich schiebe mir Wache. Oh, ich bin so durstig. Halt, stopp, der Durchgang ist versperrt. Ach ja, hier durften wir ja noch nicht durch. Da müssen wir erstmal das Tafelwasser, glaube ich, besorgen. Wir gehen stattdessen hier zurück. So, wo sind wir jetzt? Route 5? Hier oben ist auch Azuria City, ne? Ja, genau. So, dann geht es, glaube ich, hier lang. Ja, richtig. Hi! Wir sollten auch von euch in das Pokémon gehen, fällt mir gerade auf. Ach ne, waren wir schon. 4 Pokémon. Ingeborg. Na toll. Da wechseln wir mal lieber. Bla 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 bla. Ja, Geheimpower. Geheimpower sollte da gut sein. Ach, es geht auch weg wie Butter. Nee, wie sagt man? Es geht durch wie Butter oder so. Ey, wieso bist du nicht tot? Sei mal tot. Finde ich viel korrekter. Ja, auf vergiftet, ey. Ich geh auf jeden Fall gleich mal ins Pokécenter. In diese Höhle da. Habe ich keine Ahnung von. Wahrscheinlich war das genau Christophs Befürchtung. Dass ich da reingehe ohne Blitz. Und das hat ihm nochmal gesagt, wo ich den herbekomme. Vielen, vielen Dank. Kann eigentlich irgendwer von uns gerade Blitz lernen? Nee. Was? Kampfhander? Was? Kenne ich nicht das Item. Also das ist das Ding, womit man die nochmal herausfordern kann. Wahrscheinlich. Aber es wird wahrscheinlich niemand Blitz lernen können, außer vielleicht Pantomimas. Oh, so viele? Mauzi kann Blitz? Egal, dann wird das jetzt nur so vor allem Sklave. Ja, soll eine Attacke vergessen werden. Kratzer oder Heuner? Ach, wir machen Heuner. Ich glaube, letzten Endes ist dieses Mauzi sowieso egal. Ist auch völlig klar, dass man der einzige Durchweg, der ist durch ein zerstörtes Haus. Hervorragend. Ich hoffe, mir das noch passiert in diesem Let's Play. Oh, wir nehmen auch gar schon wieder 30 Minuten auf. Dann müssen wir uns jetzt beeilen. Endlich mal jemand, der irgendwas kann. Blablabla. Oh, naja, Jens, ich spiele jetzt so ein bisschen auf Speedy. Damit war noch... Oh, nix, da wechseln wir, oder? Nee. Müsste ja... Warte mal, Blatt, war das jetzt effektiv gegen Stein? Nee, ne? Das war nicht sehr effektiv. Doch, das ist sehr effektiv. Ergibt keinen Sinn, aber egal.
Das war schon. Ich habe keinen Einsatz so rein zu Pokémon, mich bla bla bla. So, komm du nochmal her. Ich spiele so ein bisschen gerade sehr auf Speed. Ja, hervorragend für Kano. Egal, vielleicht ist er. Ja, nee, müssen wir wechseln. Ja, viel Schach. Das war hervorragend. Nicht. Wanda, da wechseln wir nicht. Sondern machen es einfach platt. Bla 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 bla. Also ich möchte ein bisschen, dass Chris auch stolz auf mich ist. Ja komm, das Bärchen war auch mit einer Pflanzenattacke weg. Oh, das war aber ein Volltreffer allerdings. Dann wechseln wir aber jetzt mal zu Tauboga. Ein Zug. Auch ein ziemlich geiles Ding eigentlich. Pack das Teil. Hat das eine Entwicklung? Weiß ich gar nicht mehr. Doch, das hat eine Entwicklung auf jeden Fall. Aber ich weiß nicht, wie die aussieht. Bla bla bla. Meine Käfer-Pokémon verschlimm und so. Ich möchte wenigstens noch in diese Höhle kommen. Deswegen rush ich hier gerade so ein bisschen durch. Denk Christoph, ich wäre voll weit gekommen. Wahrscheinlich nicht, aber. Ich habe 5 Minuten an diesem Rätsel gehangen, ey. Allerdings habe ich auch bei Audacity auch 2 Minuten oder so vorher schon aufgenommen. Das heißt, wir können noch 2 Minuten länger machen. So. Gucken wir uns gar nicht erst um. Sondern hier unten geht es in die Höhle, das weiß ich noch. Und hier vorne ist nochmal ein Pokécenter. Eigentlich ganz, ganz nett. So, du siehst besonders aus. Bist aber nicht. Okay. So, gegen die Kämpfer nochmal. Warum nicht? Katschu. Zäh. Niau. Und Pipi. Oh, das geht nicht so leicht. Jetzt aber. Nein, nicht schon wieder. Doch, schon wieder. So. Jetzt sind wir in der dunklen Höhle. Dem Felstunnel. Im Bioschiff, dafür ist jetzt keine Zeit, bla bla. Ich wollte Select drücken, um mitzumachen. Nee, 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 nee. Okay. Ich habe keine Ahnung, was mich hier erwartet. Wollen wir ihn... Ich mache jetzt was Gemeines. Ich werde jetzt alle Pokémon außer Mautz hier rauslegen. Hoffentlich merkt er das nicht. Und dann mich vor diesen Trainer stellen und nächstes Mal... Nein, nein. Dann werde ich in den Kampf gehen und dann darf... Oh ja, das mache ich. Oh, ins PC. Ah, das ist gemein, das ist gemein. Moment, was mache ich denn da? Oh Mann, dafür kannst du mich hassen. Ich weiß, ich bin nicht gerade produktiv, aber... das ist es nun mal. So, dich bewegen wir auch noch mal. Oh ja, da freue ich mich drauf, wenn ich das dann sehen darf. Was ist denn besser, Rettern oder Mauzi? Das aber haben wir anscheinend nicht mehr. Was ist denn das niedrigste Level hier? Ach, das Pummeluff. Man kriegt ja nur das Pummeluff. Boah, ist das gemein. Aber naja, er muss halt mal durch. Ja, ich möchte die Box fassen. Ich lasse ihm noch die Chance, nochmal vorher nachzugucken. Also ich stelle mich nur vor den Trainer. Ich gehe noch nicht in den Kampf, sodass er gar nicht mehr zurück kann. Alter, hoffentlich kommt jetzt kein wildes Pokémon, ey. Das wäre natürlich bitter. Das wäre richtig bitter jetzt. Alter, wieso leckt es denn auf einmal so? Alter, da muss ich jetzt aber Glück haben, ey. Nein, ich kann keinen Blitz. Warte, dann geh ich nochmal raus. Dann hole ich mir lieber noch das Mauzi dazu. Dann nehme ich das Mauzi, okay. Dann kann ich wahrscheinlich auch noch flüchten. Zur Not, falls mich jetzt gar nicht ein Pokémon trifft. Pokémon bewegen. Auf den Box. Alter. Box 1. Oh ja. Damit er sich freut.
Mal sehen, ob er vorher noch nachguckt. Das wird interessant. Es ist ja seine eigene Dummheit dann. Dass er mit sowas auch nicht rechnet, ne? Oh ja, bla bla, das ist nicht die richtige Zeit, bla. Okay. Hoffentlich treffe ich jetzt kein Pokémon. Bitte, bitte nicht. Nein, natürlich. Level 16 aber noch. Da sollten wir kommen können, ja. Okay. So, dann sage ich dir Tschüss und bis zum nächsten Mal. Mal sehen, was Christoph sich so denkt, wenn er das dann sieht. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.